Unsere Mittelpunkt-Kleinstadt hatte zum 22. Nordhofer Dämmer-Shopping eingeladen und wen wundert's, in der Innenstadt war wieder tüchtig was los. Den Auftakt bildete ein großer Lichterumzug vom Gewerbegebiet an der Ladestraße bis hinein in die Innenstadt, musikalisch begleitet von den Derns und Jungs des Musikzuges der Feuerwehren im Amt Nordhofer Land. Dämmer-Shopping bedeutet natürlich das, was es auch ist. Die meisten Geschäfte in der Innenstadt lassen an diesem Abend, der gleichzeitig auch ein bisschen zur Einstimmung auf die bevorstehende Weihnachtszeit dient, ihre Türen bis um 21 Uhr geöffnet. Viele lockten dabei mit Sonderangeboten und zahlreichen kleineren oder größeren Events, die nicht unerheblich zur Unterhaltung der vielen Gäste aus nah und fern beitrugen. Hier nun ein paar Impressionen der beliebten Nordhofer Veranstaltung an diesem Novemberabend 2024, an dem übrigens auch das Deutsche Schallplattenmuseum zu einem kostenlosen Besuch eingeladen hatte und dabei am Ende über 400 Besucher begrüßen konnte. Nun denn, es scheint sich immer weiter herumzusprechen, dass es an so einem Dämmer-Shopping-Abend in der Mittelpunktstadt zünftig und gemütlich zugeht. Dass Bratwurst und Punsch unter freiem Himmel besonders gut schmecken und das Einkaufen, wenn andere längst vor dem Fernseher sitzen, eine ganz eigene und besondere Atmosphäre ausstrahlt.